Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Team Fortress. Ja, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, zumindest was so Team Fortress technisch angeht. Wir spielen heute auf der Karte Harvest. King of the Hill ist der Spielmode. Und diesmal ist es eventuell eine ganz besondere Runde, weil ihr diesmal dabei seid. Ich habe jetzt mal 5 Minuten vor Beginn des Event-Bulletins mal angefangen aufzunehmen. Aus ganz einfachen Gründen, weil... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lasst mich doch alle mal in Ruhe, Mann! Warum immer ich? Warum? Ich verstehe das gar nicht. Tja. Auf jeden Fall, ich habe 5 Minuten vor angefangen, weil... Naja. Bisschen Spaß muss ja auch noch sein, bevor die ganzen Leberbräuche kommen und sagen, ja, mich abgesehen haben hier. Wow! Wow! I'm burning! Danke sehr! So. Stirb da oben! Oder auch nicht. Na, dann gehen wir nochmal zurück. So. Und wir spielen als... Für diejenigen, die das Spiel noch nicht so kennt, als Pyro. Ah! Oh! Und haben gerade, kein Pyro getötet. Okay, dann nicht. Aber da hinten stehen welche, wenn mich nicht alles täuscht. Hey, Heavy, Heavy, guck mal links. Hey, Heavy, guck mal da. Heavy, hey, du, hey, Heavy da. Ah! Ah. So, und das. Ah. Schizzly, Dizzly, und jetzt alle mal weg hier, Mann. Ich bin dafür, wir nehmen jetzt einfach gleich den Kontrollpunkt ein. Und damit ist die Sache gegessen, würde ich so sagen. Aber ich glaube, hier geht's nicht nach dem, was ich will, sondern vielmehr nach dem, was... Was? Monster Kill? Willst du mich verarschen? Das ist ein Pyro. Gegen den macht ein Pyro, beziehungsweise Pyros im Allgemeinen, haben ein erhöhtes, einen erhöhten Rüstungswert, wollte ich gerade sagen, gegenüber Feuer. Also, für gewöhnlich brennen die Gegner ja auch, wenn man sie einmal so anfackelt. Naja, der Pyro brennt eher weniger. Er brennt zwar auch kurze Zeit, aber längst nicht so lang wie ein... Bist du auch einer? Nee. Als ein normaler Spieler. Mann! Oh, nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg! Danke, Heavy. Danke, Heavy. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Beweg dir was von mir. Medic! Medic! Mann, schieß doch erstmal auf den Heavy drauf und nicht immer auf den armen kleinen Pyro namens Neron. Mann, ey. Die Leute verstehen es aber auch nicht. Einfach erstmal auf die Heavys knallen, weil die halten nämlich am meisten aus. Und dann können sie die armen, kleinen, verwundeten... Wow, da ist einer drin. Hä? Was wollt unser Pyro da eben von mir? Ich weiß das nicht. Geh bloß weg, du, mit deinen komischen Raketen da. Ha, voll zurückgeschleudert. Sag mal, wer schießt denn da auf? Ah, okay. Der schießt da auf mich. Ah, okay, gut. Um noch dann auch mal ein bisschen auf meine Waffe einzugehen. Und zwar, wir haben den ganz normalen Flammenwerfer. Ich habe zwar noch die Herdflamme und den Rückenschmorer, mag ich aber nicht so. Also haben wir nur den normalen Flammenwerfer. Dazu haben wir ja, die Signalpistole. Und den Axtinator und wir haben verloren. Wir waren nämlich Team Red und haben eiskalt verloren. Tja. Naja, okay, kann man nichts machen. Aber nächstes Mal wird's besser. Nämlich jetzt, während er hier am Laden ist. Lad schneller. Mensch, 59. Also alle, die jetzt noch draufkommen, ne? Also ihr macht im Prinzip eine ganz neue Map mit. Lade schneller. Ich will nach Lakeside. Da können wir nämlich ein bisschen ganz fies sein. Entschuldigung. Lade schneller. Danke. Mensch. Unterstützer. Goll. Aha, aha. Das ist ja interessant. Ja, ja. Hey, ich glaube, den kenne ich sogar. Naja. Nee, kenne ich doch nicht. Egal. Ah, zufällig. Und dann, was nehmen wir denn diesmal? Wir nehmen... Den Sniper. Mit dem Huntsman. Also diesen Bogen in der Hand. Und wollen mal gucken, ob wir hier ein bisschen was geschissen kriegen. Ich glaube zwar eher weniger, aber man kann es ja mal probieren. Teams are being scrambled. Naja, okay, gut. Also wir spielen also diesen Sniper hier mit diesem Huntsman in der Hand, also diesen Bogen hier.
Und dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwas geschissen kriegen. Ja. Einfach mal ins gegnerische Team geswitcht werden, ist nicht nett. Zumal nicht, wenn das Spiel gerade eben erst angefangen hat und man sowieso nichts von dem. Schießt du noch ein einziges Mal auf mich, treff ich deinen verdammten Kopf. Und dann kannst du zusehen, wo dieser blöde Hut bleibt. Ich wusste, dass das ein Gegner ist. Ich wusste es. Schon wie er ankam. Man hat ihn förmlich angesehen. Jo, jetzt nehmen wir mal was Vernünftiges hier in die Hand. Wir haben zweimal den Huntsman. Hm, okay, gut. Wollen wir mal mit was Vernünftigem spielen hier. Mit der Moment, wie heißt das Teil? Machina. Bei voller Aufladung plus 15% Schaden pro Schuss. Yay. Naja, kann nicht im ungesuchten Modus abgefeuert werden. Und hinterlässt, wie ihr gleich sehen werdet, eine richtig hammergeile. Ich hätte noch was für den Nahkampf mitnehmen sollen. Oh. Geht bloß alle weg. Geht alle weg. Jetzt komme ich. Oh, voll daneben. Hm, naja, kann man nichts machen. Ha, Junge. Junge, hier und so, ne? Du hast mich nicht gekillt, Junge. Haha. Skill auf allerhöchstem Niveau hier. Na? Wie wir ihn eiskalt einfach mal so richtig schön BÄM einen Headshot verpasst haben. Boah, das war so göttlich. Habt ihr das auch gesehen? Ja, klar habt ihr das gesehen. Oh, das war so, oh. Und ich habe immer noch keine Nahkampfwaffe mit. Ich habe zwar dieses Glas Pisse, aber irgendwie... Naja. Hey, Soldier, mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Ah, oh cool, ich habe doch eine Nahkampfwaffe mit. Nein! Ja, mit so wenig Life entkommt, der war ja klar. Es war so klar. Naja, okay, gut. Da kann man leider nichts gegen machen. Das Lack mancher Leute ist einfach, ja. Unglaublich. Sag ich dazu nur. Ja. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier wirklich mal irgendwie mal einen Gegner... Oh. Da war einer. Dominating. Dominating. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo... Von wo denn? Ach, von hinten. Ja, gut. Ne? Page. Nicht gut. Dann spielen wir jetzt mal was anderes. Nicht nur den hinterhältigen Sniper von hinten. Wir spielen jetzt mal... den Soldier. Mit seinem kleinen Gewehrchen hier und seinem schnieken Raketenwerfer. Boah, mal schauen, was wir damit erreichen. Wieso wusste ich, dass das... Okay, gut. Wie man jetzt gesehen hat, der Gegner war schon lange tot und ich bin durch, ja, das Brennen im Prinzip gestorben. Da ist natürlich der Flammenwerfer, ja, um einiges im Vorteil, wenn es darum geht, Gegner über längeren Zeitraum Schaden zuzufügen. Na, also... Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen Gegner finden. Kickerts, hallo! Guck mal, da läuft einer. Guck mal, da lief einer. One! Verlängerung! Wie immer. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet, aber irgendwie ist immer Verlängerung. Es sei denn, es steht richtig mies für mich, beziehungsweise für mein Team. Dann nicht wirklich. Da kann man mal sehen, wie im Prinzip dieses Spiel doch glückbasiert ist. Und ich habe immer gedacht, man braucht dafür ein bisschen Skill. Aber nein, man braucht dafür kein Skill. Jo. Mal eben ganz kurz offline schalten hier. Ich da ja die ganze Zeit. Ja, okay, gut. Wir haben verloren. Es war aber klar, dass wir eigentlich verlieren. Weil... Das hat man schon am Anfang gesehen, dass dieses Team nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt hat. Schon allein, wie das blaue Team den Kontrollpunkt so schnell erobern konnte. Das war, naja, schon etwas organisierter wie mein komischer Haufen hier. Aber da kann man leider nichts machen. Fack Radio, now playing Phil Collins in the air tonight. Voll das geile Lied eigentlich.
fällt mir dazu gerade ein, so. Ist das da? Nee. Hallo! Wieso kriege ich eigentlich mal die blöden Signalpistolen ab? Ja, bisschen... Ich will den da... Danke. Ach, jetzt geh doch mal weg, du. Ah, okay, das ist ein Freund da unten. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, was er da will. Aber... Mit etwas Glück überleben wir das Ganze noch. Okay. Ich weiß, wo Medizin ist. Los, wir müssen dann noch hinkommen. Ja. Joa, ist das geil. Das haben wir ja... Mensch, ist das cool. Ja. Da war doch eben irgendwo einer, oder nicht? Okay, das ist ein, Hallo, ich bin dein Freund, du Vollpfosten. Oh Gott, bist du dusselig. Oh Gott, tut das weh. Naja, okay. Egal, da kann man nichts machen. Was hat mich da abgeschossen? Na, wo kommt der denn her? Das ist doch unfair. Kann doch hier nicht einfach so mir nichts, dir nichts einfach auftauchen und... Ja. Genau. Da war noch ein Sniper da hinten. Okay, gut. Ich sehe es ja ein. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt auch mal wieder den Sniper spielen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich da mal wieder voll Bock drauf habe. Und dann hoffen wir mal, dass wir mal ein, zwei Gegner gekillt kriegen hier. Und ich habe immer noch keine SMG mit, Mann. Ob ich da wohl jemals auch dran denken werde? Los! Weg mit dir! Feuer! Ja, hör auf zu brennen, please. Danke. Leuchtet wie eine Signalpistole! Okay, da hat er noch ein bisschen mehr Life. Das, oh, aber wieder nur so wenig, Mann. Warum haben die immer alle nur so wenig? Warum kriege ich sie denn nicht gekillt? Ich verstehe es nicht. Wisst ihr was? Nee, das geht nicht. Dann spielen wir jetzt Pyro. So. Das haben die Gegner jetzt davon. Ah, los, geht bloß weg, Mann. Ja. Oh, wieder. Ein klassisches Doppel-K.O. Tja. Aber trotzdem ist das blöd. Aber mal sowas von blöd. Ich möchte nebenbei mal den Zeige-Daumen hier, willkommen heißen. Ist nämlich einer von euch meiner Friendlich und so, ne? So. Und auch schon Mitglied in unserer Steam-Gruppe. Ah. Geht doch alle, Mann. Weg, Mensch. So. Und zwar habe ich mir mal so in den letzten Tagen mal so ein bisschen, Eric, heal me, please. Hey. Na, dann lass es eben. Meine Güte, ey. Ja, danke, Daumen. Danke. Richtig schön von hinten, so richtig schön unsere Vaseline, ne? Ja, danke sehr. Immer das Gleiche. Also, ich habe mich auf jeden Fall jetzt mal so in den letzten Tagen mal so ein bisschen an die Erstellung einer, ja, Fangruppe auf Steam gemacht. Come on, Medic. Ja, come on, Medic. Genau dort. Du hast es voll drauf. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Fangruppe. Kannst du jetzt mal ruhig sein, Mensch? Ja, jetzt wirklich mal ruhig sein. Meine Güte. Also auf jeden Fall habe ich da jetzt eine Steam-Gruppe erstellt. Da könnt ihr ja alle rein. Und dann solltet ihr eigentlich auch alles Aktuelle, was zumindest so Community-Games angeht, eigentlich auch alles mitkriegen. Klar wird das nochmal anderweitig irgendwie. Ich muss mir da nochmal was einfallen lassen, wie wir das besser organisiert kriegen. Weil es hat ja nun nicht jeder von euch Steam. Aber den größten Teil. Deswegen habe ich mich erstmal da ran gemacht, dass wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Erspart uns nämlich ganz viel. Jetzt geht doch mal alle Mann weg hier, Mann! Ja, nee. Mann, ich komme gar nicht dazu, was zu sagen hier, weil alle ich immer so aufregend und durchdrechig, Mann. Wie viel stehen wir denn? 9, 12. So stehe ich eigentlich sonst immer bei Battlefield 3. Naja, kann man nichts machen. Jetzt kommt alle Mann her. Ich werde euch so den Po versohlen. Das klang nach einem Gegner.
Wie ich einfach mal eiskalt recht gehabt habe. Ja, also irgendwie bringt mein... da unten so gar nichts. Overtime! Ja, nein, töte ihn doch früher, Mann. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Tja, danke, das war unser 0:2. Danke sehr. Vielleicht sollten wir uns denn doch jetzt auch mal so ein bisschen mit der Karten, mit der Flankeneroberung auseinandersetzen. Tja, schauen wir mal, was wir denn so als... Genau, jetzt kann ich noch nicht mal einen Scout nehmen. Danke sehr. Was nehmen wir denn mal stattdessen? Oh, ein Heavy. Ein Talibum. Ihr werdet auch gleich sehen. Yay! Hallo? Ist ja ganz nett, aber nee. Tja. Das Bild, jetzt war diese Waffenkombi, die ich jetzt hier spiele, die nennt sich Talibum. Ganz offiziell nennt die sich nicht so, aber wir nennen sie jetzt einfach mal Talibum. Also ganz einfach ein Grund, ne? Weil der dominiert uns. Okay, ich will euch das mal erklären. Und zwar mit diesem Schild, die staatliche Schutzwand, können wir auf den Gegner ja ran chargen im Prinzip. Diese Schuhe gewähren uns Gesundheit, ist allerdings ein bisschen wurscht, weil wir wollen im Prinzip auf den unapolitischen Stil hinaus, weil wenn wir damit jemanden draufhauen, explodiert das Teil und ja, wir kriegen Schaden, der Gegner kriegt Schaden, alle kriegen Schaden und naja, könntet ihr jetzt mal bitte unseren Control Point in Ruhe lassen? Ich gehe erstmal ins Wasser, eine Runde baden, was habt ihr jetzt davon? Wo ist denn der... Okay, das läuft irgendwie auch nicht so wirklich wie gedacht. Dann spielen wir jetzt mal... der Scout ist immer noch nicht zur Verfügung. Dann spielen wir jetzt mal den Medic. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo was kriegen, was wir in irgendeiner Art und Weise... Sorry. ...gehealt kriegen. Ja. Ja, ich werde euch mal ganz kurz stumm schalten, weil irgendwie geht ihr mit mich leicht auf dem... Peace? Welcher war denn das? Dort war das. Jo, genau. Hey, super epic Juice. Los, komm, lass die Welt erobern. Ja, brauchst mir nicht danken. Mach ein paar Kills und dann passt das schon. Und zwar krieg ich allgemein was hin. Und dann ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Jo, wir hatten da jetzt auch nach Doktor gerufen. Doktor, ich bin anwesend. Was war das denn? Tja, ich hätte da beinahe einen Gegner gehen, aber okay. Stirb doch! Stirb! Ah! Ich heal dich jetzt einfach mal. Los, da ist der Bagger, also da. Ach! Super Epic Juice! Los! Mach was! Tu was! Kill was! Oder du lässt die Kills mehr. Das können wir natürlich auch machen. Wäre allerdings ein bisschen... Ha! Erledigt! Und das mit der, Spritzen-Uzi hier. Ich glaube, ich heal mich mal. Du siehst freundlich aus. Du merkst schon, dass da einer auf uns feuert. Könntest du ihm mal bitte sagen, er soll das sein lassen? Ja, bitte sag ihm das mal. Wo ist denn der jetzt? Hallo, kommst du wieder her? Hey! Ready to charge. Warte mal, ist der jetzt wieder bei uns? Ich raff das nicht. Ja, erstmal auf Nummer sicher gehen, ob das wirklich einer von mir ist. Bevor ich den nochmal wieder heile, ne? Was war das? Ach, ja, gut. Das war das. Okay, gut. Ich weiß, was das war. Wisst ihr das auch? Nicht? Tut mir leid. Dann eben nicht. Wo ist denn der jetzt? Der. So. Ist jetzt hier irgendwie was, was ich healen kann? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß gleich, wo was zum Killen ist. Overtime.
Also ich wüsste ganz gerne mal, was die Entwickler dieser Frau gegeben haben, dass sie das so sagt. Also ich meine, das muss ja schon, ja. Stirb doch! Mann, ey. So, ist jetzt irgendwas Heilungswürdiges bei. Ja, kommen wir hier mal den Soldier. Der hat's drauf. Hallo? Beweg dich? Na dann eben nicht. Selber schuld. Ich hätte ihn ja geheilt, aber er wollte ja nicht. Hm. Naja, wie heißt es doch so schön? Wer nicht will, der hat schon, oder wie? Geh doch weg! Alter, stirb doch mal, wenn ich auf dich feuer, Mensch. Ey, Schöne, was soll denn das? Das ist ja voll uncool und so. Jo, haben wir jetzt hier eigentlich nochmal... Okay. Wieso blockiert Heilung bei Benutzung? Das ist doch blöd. Dann nehmen wir doch einfach mal die erzieherische Maßnahme. Einfach mal auf die Gegner mit der Peitsche draufhauen. Das ist doch mal das, was doch jeder von uns schon mal machen wollte. Hey, sag mal, Magga. Was fällt denn dir eigentlich ein? Du kannst doch hier nicht einfach unsere Medics klauen, so. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Kommst du mal wieder zurück? Sniper? Sniper? Wo bist du? Hallo? Haben wir keinen? Ja, wir haben keinen. Beziehungsweise der gammelt irgendwo anders durch die Gegend. Nein! Es wäre. Okay, wisst ihr was? Mit dem liefern wir uns jetzt erstmal ein eiskaltes Sniper-Duell. Und dann könnt ihr sagen, was ihr. Nein, die Sniper-Klasse ist voll. Aber wenigstens jetzt kann ich meinen schönen Scout nehmen. Hat den Vorteil, der ist super schnell. Ich treffe mit dem überhaupt nichts, aber hey. Na, schauen wir mal. Wie das jetzt mit ihm hier wird. Vielleicht stellen wir uns ja mit ihm heute besser an als sonst. Obwohl ich ja... Okay, unser erster Kill. So. Ja, also man kann sagen, es läuft mit dem doch etwas besser, ja. Hm, okay. Lass mir das einfach mal so unkommentiert stehen, würde ich erstmal so sagen, ne? Bist du einer von mir? Keine Ahnung. So. Damit hätten wir dann erstmal den Kontrollpunkt erstmal wieder unter unserer Kontrolle. Und dann schauen wir mal. Ups, ich bin weg. Wow. Nein, wie hat er mich denn da jetzt mit seiner blöden Rakete erwischt? Ich habe was gefunden. Was richtig Langes. Und das könnt ihr nicht verhindern. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie bahnt sich da, glaube ich, so ein bisschen was an. Aber okay, bist du Gegner? Ich glaube ja. Moment. Ja, es war ein Gegner. Was hat mich... Doch nicht schon wieder der, ne? Doch, es war wieder er. Okay, dann werden wir ihm jetzt einfach mal zeigen, wozu wir in der Lage sind. Ganz einfach. Wie Punkte da... Och, du Scheiße. Der ist auch noch der Beste bei dem aus dem Team. Ich... So, was hat dich... Ich bin schon so verdattert. Was soll das denn jetzt hier werden? Also, was hat sich dieser Spy eben bei seiner komischen Aktion eben gedacht? Okay, wahrscheinlich das gleiche, wie ich mir jetzt eben gedacht habe. Von wegen, wir können ja einfach mal reinrennen und mal schauen, ob das was bringt. Jetzt weiß ich auch, dass das nichts bringt. Aber okay. Wir sind ja nicht hier, um zu fluchen, sondern wir sind hier, um Spaß zu haben. Und diesen Spaß, den wollen wir jetzt ja einfach mal erzwingen, Mann. Okay.
Oh, cool, ich hab einen Healer. Haha. Okay, ich hab einen Healer. Bis ich tot war. Du kannst mich doch nicht einfach erschießen. Vor allem dieser Dot, ich weiß auch nicht, aber irgendwie wechselt der andauernd die Teams. Ich weiß bei dem nie, wer jetzt wirklich der Richtige ist. Also ich meine, na, versteht ihr? Das ist voll confused, Mann, ey. Dot is confusing me. Hey, hallo, willst du jetzt hier wirklich den anderen... Willst du jetzt wirklich... Hallo? Don't fab. Hallo, weiter geht's. Oh Gott. Naja, okay, gut. Ich sag dir jetzt mal nichts zu. Lass das jetzt einfach mal so unkommentiert im Raum stehen, dass ich hier schon wieder gestorben bin, Mann. Hallo, Kinders, kommt mal von... Oh Gott. Hallo, Kinders. Hallo, werdet erwachsen. Oh. Wartet mal. Oh, sind das geile Bilder. Oh. Oh. Wo ist er hin? Ach, ich soll aufhören, so schnell mich zu bewegen. Da würde ich auch sehen, wo die Gegner hin sind. Wie, zeige Daumen, ist on a Rampage. Okay. Nein. Nein. Ja. Okay. So können wir das lassen. Jetzt noch eine Minute und nur sagen wir 50, weil wir haben bestimmt gleich wieder Overtime. Nein! Oh, da wollte ich dir mal so richtig hart von der Seite geben. Und was ist? Können wir den jetzt wirklich Sniper nehmen? Nein. Können wir den... Ja, wir können Spy nehmen. Und das 1 zu 3. Jungs, so kann das hier nichts werden. Ganz ehrlich. Nein. Nein, nein, nein. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal ganz eiskalt den Spy hier und schauen mal, ob wir vielleicht mit dem wenigstens hier ein, zwei Punkte gerissen kriegen. Mann, ey. Ah. Reg mich das auf mal. So richtig. Oh. Nein. Nein, jetzt war ich auch noch First Blood, weil ich mich so dusselig mit dem Vieh angestellt habe. Okay, kann ich auch nicht nehmen. Okay, dann machen wir halt jetzt halt den Medic für den Heavy. Mir doch egal. Gut. Mann, ey. Ja, irgendwie läuft euch hier heute manchmal überhaupt nicht. Halsschmerzen kriege ich jetzt auch noch, Mann. Alle Shit, Mensch. So, haben wir jetzt hier auch noch... Monsterkill, willst du mich veräppeln? Komm mal lieber hier in mein Team rüber. Ja, danke. Das war wohl mein Todesurteil. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh. Oh, komm mal, den kann ich healen. So. Nein, kümmere dich um den Kontrollpunkt, kümmere dich um den... Danke, du bist ein sehr guter... Bleib doch hier in meiner Ranch, du Vollpfosten. Bleib doch hier, bleib doch hier, bleib doch hier, bleib doch. Oh Gott, bist du dusselig. So, magst du da jetzt nochmal bitte wieder weg? Nee, komm, das ist mir jetzt wirklich zu dusselig mit dir. So, komm. Tja. Ich bleib ja jetzt einfach mal stehen. Und verharre der Dinge, die geschehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, der ist tot, wa? Ach Gott. Warum immer so fix? Ich möchte doch hier auch mal was stehlen, Mensch. Boah. Da kam was geflogen. Mich ganz elegant ausgewichen. Ich bin jetzt genau weg, da, Mann. Jo, wir haben ihn getötet. Wir haben ihn getötet. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein, bleib doch hier. Nein, bleib doch. Wo ist denn der jetzt? Da ist er ja. Ja, Medic, ja, Medic bin ich und Pyro bist du. Lauf mal vor hier. Ja. Einfach mal den Supporter spielen. Dann passt das auch schon. So, wenn die Leute hier auch mal ein bisschen in meiner Range bleiben würden, dann wäre das auch ganz kein Problem. Okay, erstmal Überblick verschaffen. Da haben wir noch einen, den wir healen können.
Magst du jetzt mal bitte den Soldier da fertig machen? Nein, 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 komm her. Der Super Epic Juice. Bleib bloß hier. So. Einfach mal den Overcharge hier anmachen und dann passt das dann schon. Wo ist er? Da ist er ja. Sag mal, seid ihr so dusselig oder tut ihr nur so? Da war noch irgendwo was Blaues eben. So. Nein! Und ich hab noch eben nach links geguckt, so verbiegen. Da kommt bestimmt gleich ein Sniper. Pff, tot. Da kam ein Sniper, aber nicht von links, sondern von rechts. Ju, heißer. Ist das nicht schön? Mann. Ganz ehrlich. So. Können wir jetzt hier mal irgendwo einen finden? Zwei Sniper. Mensch. So, das gibt's ja auch noch. Ich bin ja beeindruckt. Positiv beeindruckt. Noch 22 Sekunden, dann haben wir es gewonnen. Zumindest diese Runde. Okay. Zeige Daumen. Du bist ab sofort auf meiner Abschlussliste. Was das zu bedeuten hat, das wirst du in den kommenden Tagen, immer wenn ich hier am Spielen bin, merken. In den kommenden Minuten wohl eher weniger, weil so skilltechnisch ist bei mir heute überhaupt nichts drauf. Und bis ich da bin, ist es sowieso... Ich und meine große Schnauze. Ich stelle es immer wieder fest. Ich wollte gerade sagen, bis ich da bin, haben wir die Runde sowieso gewonnen. Ja. Medic. 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 Obwohl, wie hat er uns so schnell getötet? Das ist natürlich jetzt die Frage. Die Frage. Sehr gut dann. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt das 2:3. Das läuft ja fast wie ganz gut. Wenn da jetzt so nicht die Gegner wären, dann würde das Ganze doch sehr gut laufen. Haben wir jetzt hier auch nochmal irgendwo was klassentechnisches frei, wo ich auch mal was mit punkten kann? Komm, wir probieren mal wieder den Soldier aus. Allerdings mit einem anderen Raketenwerfer, nämlich den normalen. Und dann nehmen wir einfach mal doch immer noch. Ja, und hier nehmen wir mal die Schaufel wieder. Ja. Ein bisschen. Ne? Und jo. Dann haben wir nämlich einen Schuss mehr in unserer. Ja. Shotgun, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. So. What's going on here? So. Wo kam der denn jetzt her? Nee, also so kann das hier nichts werden. Ganz ehrlich. So kann das hier nichts werden. Erodan, aber der Name kommt mir, glaube ich, irgendwoher bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher. Medic wieder? Nee, Medic wird doof. Den kann ich nicht nehmen, den kann ich nicht nehmen. Dann nehmen. Ja, gut, dann nehmen wir halt den Medic. Obwohl, ich finde, dass dieser komische Punkt sich jetzt mal so langsam hier vom Control, also von unserer Base mal so ein bisschen verabscheuen könnte. Ja, verabscheuen könnte. Next captured. Hier ist nur hartig, weiß ich auch nicht, gefragt. Stirbt doch alle mal! Ah, Hilfe! Ach, geh doch weg, Mann! Obwohl, ist, glaube ich, auch so ein bisschen anmaßend, mit Medic gegen den Heavy bestehen zu wollen. Aber vielleicht kriegt unser Medic ja mit, dass ich ein Heavy bin und wir haben gar keinen Medic. Ich war der Medic. Nee, so kann das nichts werden. Ganz ehrlich, ne. Na, erstmal auf den Schrecken-Sandwich. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Ja. Ja. Jungs, da ist ein Kontrollpunkt. Hallo, Jungs? Hallo?
Chance. Hilfe! Ich finde das schon Multi-Kill. Yay! Dominating! Yay! Totally not the bot. Woo. It's dominating. Haben wir jetzt hier auch noch. Hallo? Hallo? Haben wir jetzt hier oder haben wir jetzt hier nicht? Ja, nee, haben wir nicht. Okay. Mission ends in 60 seconds. So, ich bräuchte jetzt aber irgendwie mal so eine kleine Werkzeugkiste, wo ich doch mal ein bisschen Munition rauskriege. Oder ich sammle hier einfach irgendwelchen Schrott auf. Das geht natürlich auch. Und immer gern. Gehst du wohl weg, Mann! Ihr geht mir voll fett auf Zeiger. Nein. Nein, 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 nein. Vielleicht stirbt er ja aber doch. Und ich krieg einen Assist dafür. Das wäre ja vielleicht auch nochmal was. Oh, 22, 31, ey. Ich brech zusammen, ey. Ja. Wieso bin ich der Zweitbeste hier aus dem Team? Ich meine, so kann das ja auch nichts werden, wenn das alle solche Vollpfosten sind wie ich. Ach, sorry, Jungs, nicht persönlich nehmen, aber ihr seid ganz schöne Flachpfeife, ne? Jo. Ihr. Jungs, wo seid ihr? Genau, wir wollen erstmal den Punkt hier wieder. Sehr gut beobachtet. Ja, ach nee. Sag mal, oh, sag mal, seid ihr so dämlich oder tut ihr nur so? Wenn ihr euch selber seht, also da ein Gegner längs läuft, ihr seht, hey, der ist ja genauso wie ich, dann ist es zu 99% ein gegnerischer Spy. Und dann habt ihr da nicht noch so, hey, der sieht ja fast genauso aus wie ich. Und der heißt ja sogar auch wie ich. Headshot. Zu denken, sondern, das ist ein Spy. Ich bin ja nun nicht blöd, ne? Lass mich ja nur nicht verarschen, weil wegen Dekubaum. So. Ah, komm her. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Okay. Ja, I have random crits. Ja, du gehst mir voll weit auf den Piss mit deinen random crits, ey. Genau, und jetzt rennt da alle hin und macht mit eurem fetten Crit-Damage die fetten Gegner fertig, ne? Ja, Jungs, ihr habt's voll drauf, ey. Super, danke sehr. Ja. So, wow, wow, I'm the beer, nom, 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 nom. Okay, dazu später mehr. Erstmal versucht, hat sich der jetzt, nee, hat er nicht. Und diese Bilder da, die nerven mir irgendwie. Zumal die irgendwie unsere kleinen Freunde davon abhalten, in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Mit kleinen Freunden meine ich jetzt unsere jungen Mitspieler in unserem Team hier. Stirb doch! 3, 2, 1. Ich kann meine Maus nicht halten. Ah! Ha! 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 Siehst du? Bis auf meine Abschlussliste. Oh, cool. Bis auf meine Abschlussliste. Weißt du jetzt, was das heißt, ne? Selber schuld. Hä? Och, nee. Wieso immer auf mich? Ich verstehe das nicht. Aber okay, wir können uns ja mal eben unsere nette kleine Lerone Fangroup angucken. Neun Mitglieder, Mensch, 4 in-game. Damit hätte ich jetzt eher weniger gerechnet. Tja. Und nur einer davon ist irgendwie so wirklich bei uns mit drin. Naja, kann man nichts machen. Ich bin ein unbeliebt. Killing Spree. Ja, Killing Spree, freu dich du mal. Bist du Gegner? Ne, bist du nicht. Okay, gut. Dann lass uns jetzt hier mal krass Wort machen und Gegner Aua machen. Multikill. Ja, nix Multikill. Ah. Weiß halt gerade nicht, wofür ich der gestimmt habe, aber ich bin ein motorischer Einsdrücker. Kann ich auch nix für. Stirb du da hinten. Oder lass es sein. Ist mir egal, solange du nicht weit auf den Piss gehst und mir hier mein Control Point wegnehmen willst. Genau. Feuer einfach mal auf den. Medic! Medic! Yay! Was? Gorky Parkplatz? Cool. Oh, we'll fear my
Weiß zwar noch nicht so genau, wofür das gut ist, aber... beziehungsweise, was man da machen muss, um da Punkte für zu bekommen. So, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall mal einen Medic. Ja, und wie ihr hört, meine kleine Natascha ist leer. Ist das überhaupt die Natascha? Ja, das ist die Natascha. Erstmal was essen. Haben wir schon mal wenigstens unser Medic-Problem gelöst. So. Ja, kill them all. Wenn die hier mal vorbeikommen würden. Ach, halt die Klappe da. Los, komm her. Nee, hey, bist gar kein Gegner. Hm, okay. Hallo? Gegnerz? Gegnerz? Mag jetzt hier mal jemand herkommen? Ich würde gern jemand mit meiner fetten Bärentasche mal so richtig aufs Maul hauen. So richtig fett, mal so. Sag so, wow! Wow, 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 wow! Versteht ihr, was ich meine? Nicht einfach so, wow, sondern so, wow! Wow! Aber irgendwie. Guck mal, was da läuft. Ach man, den hättest du jetzt mal leben lassen können, finde ich. Ja, keine Chance. Zumindest nicht ohne irgendwie eine Waffe in der Hand zu haben. Nur mit diesem Bärenklauen ist das doch ein bisschen. Ah, versteht ihr das so? Ah, ist das. Na? Jo. Oaks the Scout. Ja, könntest du da jetzt auch mal ein, zwei Gegner töten? Weil irgendwie bist du doch nicht so wirklich von den Punkten her, ne? Was, der Jäger-Warrior ist, der ist bei uns jetzt. Aber hey, wir haben schon wieder gewonnen. Mensch, das läuft ja hier so langsam mal. 4-3 schon. Ich glaube noch einen Punkt und dann, nee, Mapwechsel und somit heißt es auch für uns, für mich bleibt nur noch eins zu sagen und zwar bis dahin.